Es ist Oktober 2021 und wir wagen uns nach Ägypten zu fliegen, trotz der vielen Reisebeschränkungen. Wir, das sind Monika und Dirk. Diesen Anblick aus dem Flugzeug haben wir lange vermisst. Angekommen im Coral Garden Resort in Safaga sind wir überwältigt von diesem schönen Anblick. Die Unterkünfte im Bungalow-Stil sind geräumig und sauber. Die Tauchbasis bietet vielen Tauchern ausreichend Platz für die Ausrüstung und zum Umziehen. Es gibt auch verschiedene Angebote für Bootsausfahrten. Aber wir wollen erst einmal das Hausriff betauchen, denn es bietet alles, was das Taucherherz begehrt. In der geschützten Bucht kann man bei jedem Wetter tauchen. Der standorttreue Blaupunkt Trochen begrüßt uns jeden Tag. Auch der Weißflecken-Kugelfisch ist immer dabei. Dem Steinfisch sollte man besondere Aufmerksamkeit schenken, denn er sondert bei Berührung ein Gift ab. Auch die Riesenmoräne ist an Taucher gewöhnt. Im Sand tarnt sich der Korallenbutt. Wir begegnen einem Sattelzackenbarsch und an einem Korallenblock tummeln sich die gelben Streifenfüsiliere. Natürlich ist auch eine Moräne dabei. Den Riesenkugelfischen begegnet man oft, wobei der Krokodilfisch eher selten ist, auch sehr gut getarnt im Sand. Immer wieder nett anzusehen
sind die Rotmeeranemonenfische. Dem afrikanischen Feuerfisch, dessen Stacheln giftig sind, sollte man nicht zu nahe kommen. Dafür ist der Maskenkugelfisch eher scheu. Überall im Riff begegnet man den kleinen, farbenprächtigen Riffbarschen. Dazwischen ein indischer Segelflosser. Ein besonderes Highlight ist der Steinfisch. Er ist ca. 30 cm groß. Man muss schon genau hinsehen, um ihn zu erkennen. Sehr standorttreu ist auch der große Oktopus, der ständig seine Farbe wechselt. Wir können uns einfach nicht satt sehen. Unser Blaupunktrochen zeigt den Weg zur Schildkröte. Und auch ein Riesenbarracuda hat sich ins Flachwasser verirrt. Heute gehen wir einmal auf ein Tauchschiff und fahren zunächst zum Schapscher. Hier erwarten uns atemberaubende Sichtweiten, aber auch viele Taucher. Thank you.
Der zweite Tauchgang wird am Wrack der Salem Express gemacht, einer im Sturm versunkenen Fähre. Leider dürfen Taucher nicht hineintauchen, um die Totenruhe nicht zu stören. Wir entdecken aber noch den Rotfeuerfisch und einen Drachenkopf. Natürlich sind auch hier viele Taucher unterwegs, aber es war trotzdem ein beeindruckendes Erlebnis. Der nächste Tag beginnt mit dem Early Morning Dive um 6 Uhr und es sollten noch viele folgen, denn dieser Tauchgang ist meist der beste des Tages. So begegnen wir wieder unserem alten Bekannten, dem Blaupunktrochen. Wir begegnen Füsulieren, dem Maskenkugelfisch und da ist auch ein Igelfisch zu sehen. Hinter einem Großaugenbarsch versteckt sich der Kaiserfisch. Eine gebänderte Scherengarnele schaut neugierig in die Kamera. Die gelben Streifenfüsuliere sind immer wieder schön anzusehen. Auch eine Riesenmoräne hat an diesem Riffblock ihren Platz gefunden. Hier begegnen wir zwei Maskenkugelfischen und dem Rotmeerwimpelfisch. Unsere Schildkröte ist auch wieder im Flachwasser zu finden. Zur Familie der Sepien gehören die Riffkalmare. Sie sind tagsüber meist an der Wasseroberfläche zu finden.
Eines darf aber nicht fehlen und gerade zu diesem Zeitpunkt wieder erlaubt in Ägypten: der Nachttauchgang. Gleich zu Beginn entdecken wir eine kleine Schnecke, die Pyjama Chromodoris. Auf dem Sandboden versucht eine Seewalze dem Licht zu entkommen. Die gestreiften Korallenwälse, die sich immer über dem Sand fortbewegen, haben giftige Rückenflossenstacheln. Sie fressen Krebse und kleine Fische. Wir begegnen einem Flötenfisch, dem Rotmeerfeuerfisch und natürlich den Muränen. Der Purpurschlangenstern hat eine Armlänge bis zu 15 cm und ist mit spitzen Starren besetzt. Man muss schon genau hinsehen, um die Korallenspinnenkrabbe zu erkennen. Ein kleiner Geisterpfeifenfisch möchte sich vor dem Licht verstecken. Auch einen Federstern haben wir noch gesichtet. Natürlich darf auch der Rotmeereinsiedler nicht fehlen, dem man überall begegnet. Das nackte Gorgonenhaupt ist etwas Besonderes und natürlich sehr lichtempfindlich. Unter einem Korallenblock verstecken sich zwei Muränen. Auf dem Sandboden liegt ein bärtiger Drachenkopf. Zum Schluss noch einige Impressionen von unserem schönen Hausriff. Nun läuft uns noch ein Tritonshorn, ca. 15 cm groß, vor die Kamera. Diese Schneckenart kann bis zu 30 cm groß werden.
Am Hausriff treffen wir wieder auf alte Bekannte, wie den bärtigen Drachenkopf, die Anemonenfische, und der Juwelenzackenbarsch. Auch die Wimpelfische und Maskenfalterfische treffen wir noch an. Wir verabschieden uns von dieser wunderbaren Unterwasserwelt, natürlich mit der Hausriffschildkröte. Es war ein sehr schöner Urlaub in einem nur für Taucher gemachten Motel, ohne Pool und Animation, mit einer professionell geführten Tauchbasis. Auch das freundliche Personal wird uns stets in Erinnerung bleiben. Monika und Dirk verabschieden sich bis zur nächsten Reise.